Dass der DAX heute Morgen schon eingebrochen ist, das war einigermaßen gut noch erklärbar, insbesondere nach den Datendebakel, sage ich jetzt mal, mit SAP. Ich fand das zwar gar nicht so schlimm von den Daten, aber was weiß ich schon. Insgesamt haben wir gesehen, 20% der Einbruch hier. Also das ist schon ziemlich deutlich hier, was wir gesehen haben. Das ist der Schlusskurs vor dem Wochenende. Das war das, was wir heute Morgen hatten bei 100. Und wir sehen schon, das Ganze nimmt noch gar kein Ende. Der DAX, der hat es entsprechend aufgenommen und hatte ja schon mit einem Gap nach unten eröffnet. Wenn wir ehrlich sind, so richtig überraschen muss das nicht unbedingt, denn wir hatten ja auch vorher schon gesehen, dass in alle Richtungen der Markt immer starke Bewegungen hatte. Hier war noch so ein bisschen so ABC-Gedanke, aber an sich waren es immer starke Bewegungen. Man kann nicht erkennen, dass eine Seite jetzt besonders schwach dort eben unterwegs ist und die Aufwärtsseite hatte auch keine echte Stärke und die Abwärtsseite keine wirkliche Schwäche. Also insofern durchaus nachvollziehbar, insbesondere unter dem Gedanken, sind die Daten so schlimm jetzt wirklich gewesen, dass das so ein Drama ist? Ich sage mal vorsichtig, nein, da lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster. Aber mein Gedanke dazu ist, dass das Bild, was ich jetzt hier schon blau untermalt habe, eigentlich zeigt, dass die Marktteilnehmer sehr nervös aktuell sind. Man glaubt nicht so schnell irgendwas und sagt, ah, super, wir kaufen wieder ein. Vielleicht ist auch genau das die Erklärung dafür, dass der amerikanische Markt jetzt fällt. Denn eigentlich war dieses Muster, was wir hier haben, ein wunderschön korrektiv ansehbares und wir hatten eigentlich auf dem S&P, ja, aber auch am Wochenende hatte ich in meinem Videobeitrag dieses hier als eine Korrektur ja dargestellt und gesagt, wenn der Kurs da drüber geht, dann wäre das Korrekturmuster erstmal vorbei und wir können dann auf jeden Fall die Long-Seite wieder dann mal ernsthaft ins Auge fassen. Das hat der Markt aber gar nicht wahrgenommen und der amerikanische Markt macht es jetzt ähnlich und taucht eher nach unten ab und durchstößt sogar die ein oder andere Fibonacci-Cluster-Unterstützung. Die sind natürlich nicht in Beton gegossen, es ist nicht ein Zeichen, der Markt muss da drehen, aber offensichtlich nutzen die Marktteilnehmer Chancen einer Drehung oder Unterstützung eben nicht aus, sondern sagen, ist mir egal, ich will lieber raus. Wir sehen also die Nervosität im Markt und damit ist noch nicht der Gedankengang, dass der Kurs hier nachher doch noch nach oben geht, im Sinne hier von der ABC nach oben, dass das hier nochmal kommt. Da ist längst noch nicht rum, denn auch das ist immer noch einigermaßen korrektiv hier auffassbar. Aber wer würde jetzt an dieser Stelle long gehen? Deshalb bleibt es natürlich weiterhin dabei, wenn man schon auf die Long-Seite sich wechseln will, man braucht schon einen Trigger. Das ist natürlich dann nicht mehr diese Marke, das werden wir dann sehen, welche das wird. Im Moment würde ich sogar eher sagen, oder was heißt sogar eher, aber dass irgendwo hier vielleicht das Tief ist, das wissen wir noch nicht. Aber nehmen wir mal an, der Kurs würde jetzt das letzte Hoch hier durchstoßen, dann wäre das ja ein Tief, das letzte. Das heißt, ein möglicher Trigger für den Richtungswechsel wäre jetzt das. Wird wahrscheinlich keine sinnvolle Trading-Idee sein, weil einfach der Abstand bis zum Entry relativ hoch ist und möglicherweise das Chance-Risiko-Verhältnis deutlich darunter leidet. Aber das ist einfach zu früh, um diesen Zeitpunkt schon was zu sagen. Aber wir sehen schon, so weit wäre der nächste bullische Trigger jetzt erstmal entfernt in dieser größeren Zeitebene, dass aktuell über Longs gar nicht groß nachgedacht werden muss. Das kann sich allerdings auch auf kleinerer Ebene jederzeit auch ändern. Ich will da gar nicht super pessimistisch sein, aber im großen Bild sehen wir das halt erst relativ spät. Deshalb bräuchten wir im kleinen Bild dann etwas, was darauf hinweist. Und das müsste dann irgendwie tatsächlich wohl so aussehen. Dann hätten wir sicherlich den Ansatz. Nur sind wir ehrlich, ob das da passiert oder ob das, wenn wir Pech haben, hier unten erst passiert, das werden wir wohl abwarten müssen. Vorher jetzt zu raten, nö, nö, der dreht ganz bestimmt, klingt für mich nicht ein sinnvoller Gedankengang in dieser Angelegenheit. Deshalb bin ich da sehr, sehr vorsichtig mit irgendwelchen jetzt aber kaufen Ideen, sondern im Moment gilt offensichtlich noch die Abwärtsbewegung, aber mit dem Hinweis, natürlich kann es drehen, aber dann aber auch bitte durch so ein Verlaufsmuster bestätigen lassen oder im Größeren, wenn der Kurs dann da tatsächlich durch sowas entsprechend dann durchgeht. Das ist natürlich bei den Kollegen nicht groß anders. Wir sehen allerdings auch, dass das Bild zum Beispiel beim Breitenmarkt, beim S&P 500, noch gar nicht jetzt echt Schaden genommen hat. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, naja gut, das kann ja jederzeit eben nochmal einen Schlenker machen und danach erst nach oben gehen. Also das hat das Bild generell gesprochen noch erstmal überhaupt nicht zerstört. Erst wenn er sich jetzt nicht nur ein bisschen hier drunter, sondern vielleicht sogar deutlicher darunter absetzt, dann muss man sich die Frage stellen, was ist denn das da?
das macht doch irgendwie keinen Sinn für die bullische Seite. Das Schöne ist allerdings, ja, dann ist auch null Gefahr, dass man hier aus Versehen auf der Long-Seite getriggert wird. Also insofern völlig schadlos das Ganze. Kann man das Ganze auch auf der Short-Seite traden? Ja klar, das ist den typischen Regeln entsprechend. Wir sehen das hier beispielsweise, wenn wir einfach sehen, was die relativ starke Seite ist und das vergleichen mit der relativ schwachen Seite. Die beiden Seiten fallen relativ gut auf, sehr relativ das ganze Gespräch hier, aber ihr seht schon, worauf ich hinaus will, im Vergleich, wir müssen das vergleichen, das ist eine Aufwärtsseite, die eben deutlich flacher ist als die Abwärtsseite, die wir hier haben und das spricht eben dafür, dass der Markt dann diese Richtung eben nochmal fortsetzt. Über die Länge kann man sich immer streiten, wie lang muss die gehen, die ist nicht immer definiert als das Gleiche, was wir vorne haben, nochmal. Insbesondere, wenn wir vorne hier schon mal so ein Teilstück der Bewegung haben. Insofern würde das sogar ein wenig dafür sprechen, dass wir nach dieser fünffälligen Bewegung hier eine realistische Chance haben, dass dieses angedeutete Tief, was ich jetzt hier habe, ich will das noch nicht beschreien, und das, was hier jetzt, machen wir mal die Fantasie hier wieder weg, das, was hier mit der Unterstützung aus dem Trendkanal stattfindet, dass das sogar in Relation zueinander steht. So, also ich sehe, der Markt hat jetzt eine gewisse Chance für einen Dreh. Wollen wir mal gucken, ob der Markt diese nutzt. Es deutet sich ein klein bisschen an, aber zu viel versprechen mag ich da noch nicht. Bitte nicht den Eindruck haben, dass dieses bullische Bild schon jetzt gänzlich ad acta zu legen ist. Nein, ist es tatsächlich noch nicht, insbesondere beim breiten Markt hier, dem S&P 500. Aber wir sehen, dass die Märkte nervös sind und das wird sich in den nächsten Tagen angesichts der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl und angesichts der vielen Informationen, die wir jetzt von der Datenseite hier, die Unternehmensdaten, was wir bekommen werden, wahrscheinlich nicht groß ändern. Wir müssen damit rechnen, dass der Markt aktuell ein sehr beweglicher Spielball ist. Wer Volatilität liebt, ist im Moment gut aufgestellt. Ihr solltet ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht unter Overnight Gaps leidet, falls ihr in Märkten unterwegs seid, die eben springen können. Deshalb traden wir beispielsweise über diese Tage nicht Titel, die jetzt in der nächsten Zeit irgendwelche Veröffentlichungen haben. Das versuchen wir dringend zu vermeiden. Aber Märkte, die 24 Stunden laufen, wo man den Stop eben auch platzieren kann, da ist das grundsätzlich erstmal kein Problem. Aber im Zweifelsfall lieber eine Nummer kleiner als sonst in so einer Phase. So, in diesem Sinne erstmal alles Gute und liebe Grüße.